Für was ist die Klingel? Mist, kein Wunder, dass der Pit... Gut gemacht, Brady. Ist ja vielleicht irgendwo ein Easter Egg versteckt, wenn ich irgendwo hinklicke. Auf jedem Feld mal war. Gibt es ein Achievement oder so? Was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Ha. Mir fällt auf, dass ich ständig Köder im Inventar habe. Die Dinger sind aber auch lecker. Hey. Gar nicht gesehen beim ersten Mal. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Something's fishy. Na du? Verschwinde. Na los. Erst wenn du... Das ist mir... Das glaub... Reicht das vielleicht schon, um den Katze dann ein bisschen geil zu machen? Guck mal hier. Komm, kitty, 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 kitty. Komm. Jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Sie hat aber darauf reagiert. Wie traurig. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Dann darf sie sich auch nicht beschweren, wenn sie elendig verreckt. Ich höre sie regelrecht rufen. Hilfe. Oh, ich verende. Miau. Lass das. Oh, miau. Hilfe. Sagt meiner Familie. Ich sagte, lass das, okay? Was sagt Krawalgo dazu? Oh, na endlich! So. Oh, schau. Die Katze. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Ist auch sowas, was ich dauernd sage. Irgendjemand sagt was und ich wiederhole, dass du bist. Ihr Wort einfügen. Komm schon. Sie hört was offensichtlich. Komm. Dummes Vieh. Einfach weil es so schön war nochmal. Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Der Text in der Ecke. Verrannt. Gut, wir haben einen Köder. Toll. Ja, was machen wir damit jetzt? Du bist weich. Genau. Nordpol. Tonne da wäre nicht schlecht, oder? Aber er will sie ja nicht löschen mit ein bisschen Schnee. Hallo, wo ist die? Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum... Nee, Xovus. Xokus. So funktioniert das ja nicht. Muss ja schon was sein, was passt. Zum Beispiel, Alter, ich finde das richtig scheiße. Du bist scheiße. So, na. Ich kann später noch grillen. Auf den glühenden Trümmern des Orts. Hey! Hier bist du. Nee, warte mal, du isst nur Schuhe. Du siehst hungrig aus. Bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Du kannst Händler. Was? Na, Anfänger. Das war doch der Gag, Mann. Ja, aber er war scheiße. ja, irgendwie. Du bist scheiße. Perfekt. Perfekt.
Perfekt. Sehr gut. Test bestanden. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen. Den verarbeiten? Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Ich würde wieder das Gleiche draus machen, oder? Halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd tüpfen, was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Schade auch. Komm, Fischi, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Ja, die Köder sind also für die Delfine. Und? Wie? Ich muss los. Ich habe Wicht anfühlen. Da machst du nichts, oder? Wüsste nicht, was passieren soll. Ich habe noch hier ist. So, was genau passiert bei der Bonan? Das wird. Ja. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch einfach so eine richtig beschissene Kurve rutscht einfach, als ob das passieren würde. Das ist auch. Dafür hat Fauler. Cool! Das schreit gern. Ja, hm. Wie krieg ich jetzt einen Behälter? Ein Behälter brauche ich. Cole, sag mal was. Ganz langsam. Die Banane ist halt schon im Krümmer. Ja, wir hatten einen. Hey, Cole! Alles gut bei dir? Im Laden gibt es ja einen Bananen-Krümmer. Ja, aber da kommen wir nicht rein. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Naiv, okay. Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Weiter geht's. Ich hoffe... Kommst du mit zum Wahrsager? Hey, go! Alles gut. Und ist es nicht wunderschön hier? Na, geht so. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Okay, ich krieg sie da rein. Das war sogar ein Hinweis jetzt. Für was? Für... Gar nichts. So wirklich? Okay. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Werde ich verhindern, dass Gole Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum?
Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. So guckt sie. Also nicht jetzt gerade, aber sonst meistens. Okay, das Trottel-Ecke. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher... Das soll wichtig sein. Voll schön! Ich kann gar nicht genug bekommen von unseren Abenteuern. Erzähl mehr! Ich finde immer, wenn Go so guckt, müssten wir eigentlich Doppelpunkt D schreiben. Wobei Doppelpunkt D wird im Chat zu diesem komischen Affenkopf da. Dann gleich D oder so. Werden wir Donner Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Ihr wären bestimmt der Renner. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Was ist ein Arsch? Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Nö. Keine Antwort. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das... Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Mhm. Sie einfach schon geteasert, dass es bald einfach rund gehen wird. Wie sind oh, oh. Die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Ich wollte es gerade sagen. Ich hab's auch gesagt. Ich hab's vor ihm gesagt. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Ach, schön. Gobert, hallöchen. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nämlich, welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, sehr, denke ich.
ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Humbug ist ein tolles und underusedes Wort. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Ach komm schon. Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das wird... Ich muss euch... Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. Der Rippkehl. So, warte doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Ah. Okay, also beim dritten Mal rastet sie aus. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich weiß, die Kugel, das passiert. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Wie war das? Oh, reicht voraus. Also langsam macht... Darf ich meine... Ja, aber... Ich würde natürlich gerne wissen, was sie bei allem sagt. Reichtum, gib mir die Lottozahlen, komm. Oh, reicht voraus. Das reicht. Das macht... Okay, wird die ganze Zeit erwürgt. Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. Wie in Asterix und Obelix. So warte doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Die Sterne am Nordpol. Ich weiß halt nicht, wofür wir Zahlen brauchen. Ha. Huh. Ich sehe, du hast... Ha, aber... Ich will... Interessant. Also das war anscheinend auch der richtige Tipp, weil... Hey, alles gut. Mir ist lang... Ich kann auch nicht nochmal rein. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ist das so eine Art schmutzige Metapher? Nein, wörtlich gemeint. Schade. Schade. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt... Ein bisschen versaut, die kleine Go, ne? Perfekt. So, Nordpol, Sterne. Ja, da. Was bringt mir das jetzt? Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Oh. Ah, vielleicht meinte er das. Hätte ich mal einen Screenshot gemacht. Der Guru hatte doch recht. Jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich brauche. Warte, was hat er jetzt gesagt? Was war? Der Guru hat... Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. So. Falls ich es brauche. Ich habe keine Ahnung, wofür ich einen Code bräuchte, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Gerade so spontan. Aber... So. Code ist gespeichert. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Also das sind jetzt Lottozahlen, wofür auch immer ich die brauche. Kann ich irgendwo Lotto spielen?
Da ist ein Tee. Sicher jetzt erst. Wann steht der denn da? Vorsicht, der Tee ist heiß. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich... Au! Ah, verdammt! Ich habe dich ja gewarnt. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch... dünn. Oh oh. Pista, lass das Eis weg. Bitte sag mir, dass er das tut. Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Ja, das geht in der Tat nicht. Er hat bestimmt nichts dagegen. Ach, könntest du ihn eigentlich auch komplett befreien? Ich weiß nicht, ob das so ein geiles Gefühl ist, wenn du quasi aus dem ewigen Schlaf gepisst wirst. Hm, nicht dieses Wir haben eine Fackel. Das ist ziemlich gut jetzt. Cool. Lass es einfach mal so im Raum stehen. So. Schön. Ufus haben Feuer! Und jetzt die Reifen anzünden. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Alter, einfach zerstört. Okay, jetzt habe ich einen brennenden Reifen. Und da könnte theoretisch ein Delfin durchspringen. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappel. Nur noch die Vampir... Autsch! Ach, so wird das nicht. Was will ich damit denn jetzt? Will ich hier wirklich den Delfin dann... Trick beibringen? Oh nein, die werden durchspringen in die Theke, oder? Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle. Auf den Herd mit euch. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Du meinst sowas wie einen Köder? Ich kann später noch auf den Grill. Sollst du nicht grillen, du sollst sie anlocken. Komm, Fisch. Tschüss. Ich sollte das hin. Ja, wollen wir ja, aber wie kommen wir nicht, dass wir jetzt miteinander... Nimm das etwas. Können Sie da... Oh, halte diese Dinger, die jungen Delfine, die würden irgendwas im Prinzip immerhin, aber die nette... Welche nette... Mann, ich kenne die Lösung, doch. Also glaube ich jedenfalls. Achso, oh, ja, okay, klar. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfin... Was willst du? Sagte ich, ich meinte, ich will ihm sie auf, sie sollen ja nicht... Wenn denn gleich meines ich... Die Tante, wenn sie erst einmal sieht. Also, los, alle. Oh no. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Prepared eure Fs, Leute. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Das Gesicht. Leider lustig. Kann ich das Becken mitnehmen? Yo, Diggi. Gut zu wissen, dass Wasser in der Nähe ist. Toni?
Wie findest du das hier? Nur weil ich hin und wieder Gegenstände in meiner unmittelbaren Umgebung zur Explosion bringe, heißt das nicht, dass ich lebensmüde bin. Und? Wie? Ich habe ein... Nein. Okay, dann fällt die Idee schon ab. Ich glaube... Ich muss... Ich habe... Was denn? Ich wollte... Ich dachte dann verschwinden. Okay. Wir kommen aber ziemlich gut voran tatsächlich, ne? Ist immer besser, einen Punch-Battle im Beutel zu haben. Warum müssen immer die knuffigen Tiere sterben? Damit die Chat-Reaktionen besser sind. So, was machen wir denn jetzt zuerst? Wir haben ein Becken und wir haben... Ich bin ehrlich gesagt, ich will den Bot kaputt machen. Bruder muss ganz dringend los gerade. Wo sind die Baby, die Delfin-Babys? Die sind hier. Hier, ich hab sie gerade ausgewählt. Da sind die Babys, hier. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen einsperrt. Die Katzenklappe da, oder? Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Ich bin Rainer. Zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Können wir dann die Katze verarbeiten? Was sagt man da? Theoretisch. Na dran. 9 Leben und 0 Manieren. Hier, ist eine Banane. Wozu? Sie hat sich ja noch nicht einmal für die Thunfische bedankt. Hier, kann ich dir eine Antenne auf den Kopf setzen? Wozu? Sie hat... Wozu? Sie hat sich... Kann ich dir das hier dran setzen? Wozu? Sie hat... Planschbeck. Wozu? Sie hat... Ich glaube nicht, dass das bringen würde, aber... Wozu? Sie hat... Okay, wozu habe ich das jetzt gemacht? Ich bin zwar aber allein mit meinen... Was sagt... Na... 9 Leben und... Was sagt... Na... Ich finde Baby Gold ja... Voll niedlich. Baby Goal! Baby Goal! Ich liebe das. Ich brauche das als Subsound. So übergierig. Erst die Baby-Delfine und jetzt dann Katzen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Oh. Hast du durch diese Katzenklappe? Ich glaube nicht. Ich bin immerhin nicht so sportlich wie du. Naja, schon klar. Warum machst du es dann nicht selbst? Tja, ich würde ja. Aber meine Schultern sind einfach zu breit. Und dann all diese Muskeln und komm, so. Goal ist doch... Ui, darf ich mal anfassen? Na klar, bedien dich. Leidest du unter so einer Krankheit, bei der die Knochen labbrig werden? Was? Nein. Du Armer. Und jetzt das Ganze nochmal ohne Bild und nur mit Ton. Weiter geht's. Na, endlich! Hey, alles gut? Tja. Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Na, schwabbelt doch nicht. Schwabbelitis. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Hast du mich gerade Baba genannt?
Easy. Können wir nicht einfach direkt da hingehen? Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Weiter geht's. Ich hoffe. Ab in den Gadget Shop.